Und damit herzlich willkommen zurück zu Ken Lynch Dead Man. Ihr verlogenen Verräter, ihr habt es versprochen! War zu erwarten. Du könntest einer von uns werden. Alles, was du tun musst, ist, jeden seiner Schritte zu verfolgen. Ich hasse das! Es ruiniert unser ganzes Leben! Aber Eddie, mir geht's schon besser. Diese Pillen scheinen viel besser anzuschlagen. Ja, die haben ihn scheinbar hintergangen. Also war zu erwarten, dass sie ihn hintergangen haben. Ja, sicher doch. Hey, versteh mich nicht falsch, Kane. Ich bin verdammt froh, dass es so gekommen ist. Ich brauche nur etwas mehr Zeit. Ihr müsst meine Familie da nicht reinziehen. Sie kennen mich nicht, Kane, mal. Hör auf. Ich habe deine jämmerlichen Entschuldigungen satt. Du hast versagt. So einfach ist das. Carlos, hilf du mir. Ich kann nichts tun. Das ist eine verdammte Lüge. Ich werde für eine schöne Beerdigung sorgen. Leb wohl, Kane. Was? Ihr verschwindet? Heute Abend geht's nach Havanna. Es läuft bereits. Ab jetzt übernimmt Mute. Deine Familie kommt in einer Stunde. Kann ich bitte mit Ihnen reden? Natürlich. Ah, das glaubst du doch nicht im Ernst. Blöder Arsch! Rap! Jenny, nicht weinen. Bitte. Auf die Knie. Warte, warte. Ich muss mit Ihnen reden. Ich hätte wissen müssen, dass du es warst, du selbstgefälliges Arschloch. Wie konntest du uns das antun? Wir hatten gerade ein neues Leben angefangen. Es tut mir leid. Hätte nie gedacht, dass sie euch finden. Alles wird gut. Vertrau mir. Jenny, bitte. Sieh mich an. Baby, ich hab dir geschrieben. Dir vertrauen? Warum bist du nicht einfach tot geblieben? Nein, warte. Ich muss mit Ihnen reden. Ihr verdammten Lügner. Hey, geh auf und effe. Du hättest mich mit Ihnen reden lassen sollen. Du hättest mich mit Ihnen reden lassen sollen. Hey, hör auf, meine Wache. Okay, es reicht scheinbar nicht, ihn fünfmal zu erschießen. Scheiße, da sind ja noch mehr. Jenny, zieh den Kopf ein. Es ist noch nicht vorbei. Tut mir leid. Ich bring's in Ordnung. Wir bleiben mal hier unten bei ihr stehen. Denn bis hierhin habe ich das Spiel gespielt und hier bin ich nicht weitergekommen. Jetzt oder nie? Hier bin ich immer gescheitert mit dem Spiel. Ich weiß tatsächlich nicht mehr ganz genau, warum. Wir haben damals zu zweit gespielt und haben es nicht geschafft. Wenn man zu zweit spielt, spielt übrigens einer Lynch und einer Kane. Schütze deine Tochter. Oh, man bekommt dir sogar angezeigt, von wo die Gegner kommen oder was? Scheinbar. Das sind zwei Wägen. Okay, dann gehe ich mal hier in Deckung lieber. Solange sie hier nicht runterkommen, ist ja alles cool, ne? Sagt er und sie kamen runter. Mai, lad nach. Dass man nicht selbstständig nachladen kann, ist ein bisschen nervig. Also, dass man nicht selber entscheiden kann, wann nachgeladen wird. Sondern dass er halt immer selber entscheidet, wann nachgeladen wird. Leg sie um. Oh fuck, jetzt kommen die auf der anderen Seite. Von wo werden die denn da runterkommen? Hierher, Kane. Ich bin mir nämlich nicht ganz sicher.
Junge, kannst du wenigstens ein bisschen besser zielen? Der will Meisterkiller oder sowas sein hier. Nibber, ey. So, ich lasse den mal kurz am Leben. Kann sagen, wo ist denn der hin, Alter? Von wo kommen sie jetzt? Beschützt deine Tochter. Ja, machen wir. Mutti ist tot. RIP. Müssen wir jetzt zu ihr, oder? Willst du mich verarschen? Lass sie nicht an Jenny ran. Das machen wir einfach ganz schnell. Okay, dann komme ich kurz zu dir. Der Typ steht da hinten irgendwo alleine. Ja, doch schon so nah. Du kannst nicht bei mir bleiben. Die anderen hauen ab. Ja, aber man weiß nie. Pass auf, ich muss mit meiner Tochter reden. Chillig. Bist du verletzt? Sieh mich an. Bist du okay? Ich hab versprochen, dass dir nichts passiert. Zeig mir dein Gesicht. Alles wird gut. Bitte. Ich lasse nicht zu, dass dir jemand was antut. Ich schwör's dir. Kane! Was damals passiert ist, ich hab dir geschrieben. Kane! Was? Hör mal! Bitte. Du kannst nicht bei mir bleiben. Das ist zu gefährlich. Jetzt geh! Der Fuck, Alter. Halte den Truck auf, töte den Fahrer. Was sagst du so einfach, Junge? Aua. Haben wir Granaten zufällig? Was sollen wir mit dem machen? Also ja, den Fahrer töten. Ich bin nicht dumm, aber... Ich würde ja sagen, erhöht stehen und dann kurz reinschießen, aber es hat eben nicht so gut funktioniert. Ich bin der Meinung, ich habe den Fahrer ganz gut getroffen eigentlich. Oh fuck, da sitzen ja mehrere. Ich glaube, der Fahrer ist tot. Das ist sie, oder? Ja, sie hat ab. Okay, soweit habe ich das Spiel noch nie gespielt. Mai. War das wirklich eine gute Idee, sie einfach wegzuschicken? Hatte ich denn eine andere Wahl? Ich weiß nicht. Hör zu. Ich muss Dinge tun, die sie nicht sehen sollte. Also sei still. Hilf meine Frau zu tragen. Ja, hilf meine Frau zu tragen. Los. Es tut mir leid. Es tut mir leid, dass es so gekommen ist. Und es tut mir leid, dass ich noch lebe. Ich schwöre. Ich werde sie finden, bevor sie Jenny finden. Ich töte sie, bevor sie ihr etwas antun.
Rap. Wir sind mit dem Riesending durch die Gegend gefahren. Eine Liste mit toten Männern wie mich, die The Seven zerstört hat. Sie wollen Rache und außer ihnen wird mir niemand helfen. Ich sollte auch auf der Liste stehen. Von wegen. Du willst keine Rache? Du willst nur am Leben bleiben? Du egozentrisches Arschloch. Ich lass dich erst aus den Augen, wenn The Seven und Retomoto tot sind. Ich weiß nicht, ob ich... Finde dich damit ab. Hör mal, meine Frau wurde vor 5 Jahren ermordet. Damals habe ich nichts unternommen. Aber diesen Fehler mache ich nicht nochmal. Ich will sie genauso töten wie du. Wie du meinst. Steig ein. Die Männer, die wir brauchen, sind ganz in der Nähe. Du weißt, wo sie sind? Zum Teil. Die meisten sind tot. Einige konnten wir nicht finden. Ein paar sitzen in einem Gefängnis hier in der Nähe. Was, du willst sie rausholen? Wir sind doch selbst gerade erst rausgekommen. Ey, willst du jetzt mitkommen oder nicht? Die Typen sind alle in einem Zellenblock. Das geht ganz schnell. Ich weiß nicht. Ich brauche mehr Pillen. Du wirst sie nicht mehr lange brauchen. Oh Gott, doch, der Junge braucht Pillen, Alter. Sonst dreht er wieder 5-mal durch. Wir haben noch 12 Tote, ohne dass irgendwas gut ist. Fahren wir jetzt einfach mit diesem großen Ding hier rein? Ja, tun wir tatsächlich. Okay. Hatte ich erwartet. Wenn ich ehrlich bin. Darf ich das Ding fahren oder wie ist das jetzt? Kein Zurück mehr. Bringen wir es einfach hinter uns. Die Waffe gefällt mir. Durch die Türen und dann nach links. Schnell! Das sind sie. Jetzt oder nie? Zerschieß die Scheibe. Das wollte ich schon immer mal machen. Junge, 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 Junge. Vorsicht! Scharfschützen auf dem Turm! Scharfschützen waren ja zu erwarten. Kann ich die platt machen? Okay, die Wände sind undurchschießbar. Junge, jetzt tu doch nicht so, als ob du was tun könntest hier. Betrete Zellenblock A. Machen wir. Woher weiß er überhaupt das? Die in diesem Zellenblock sind. Ganz kurz mal nachladen. Nachladen funktioniert in diesem Spiel halt echt nicht gut. Gut. Darf ich hier oben einfach lang gehen? Darf ich. Entspannt. Fapperific Shelley Grimley Madsen. Fapperific Shelley Grimley Madsen. Scheiße. Sie müssten alle hier sein. Was ist? Okay, Riffic ist hier. Das ist gut. Riffic, hoch mit dir! War es nur ein Typ hier? Wo zum Teufel sind die anderen? Riffic wird es wissen. Das will ich hoffen. Finden wir es raus. Das ist gut, das ist gut. Kane, ich habe deine Stimme erkannt. Du kommst also hierher, um mich umzulegen? Riffic, red kein Blödsinn. Ich bin nur hier, weil mich The Seven töten will. Und du wirst mir verdammt nochmal helfen, sie umzulegen, bevor das passiert. The Seven will dich töten? Tja, so kann's gehen, du mieses Arschloch. Also kommst du mit, oder nicht? Weiß nicht. Ich bezahle dich auch, gieriger Bastard. Aber du musst kämpfen. Er sieht ja sehr freundlich aus. Wo sind die anderen? Ich brauche dein ganzes Team. Also Grimley und Madsen sind tot. Scheiße. Deppa. So war das nicht geplant, Kane. Schnauze. Nehmen, was wir kriegen. Gut, wo müssen wir hin? Oh mei, dann laufen wir mal in Zellenblock D, ne? Das gefällt mir gut. Mal die Tür auf, du Arsch. Auf! Du musst mir unbedingt erzählen, was passiert ist, Kane. Wie hast du es vermasselt? Schätze, du darfst mich das fragen. Wenn du mal tust, schlage ich dir den Schädel ein.
Du bringst dieses Arschloch von kleinen Bruder also endlich um? Jetzt. Von kleinen Bruder? Ist es unser Bruder? Beschäftige sie! Oder ist es nur so eine Redenswendung? Kann ich hier bitte hochgehen? Danke. Ich habe übrigens keine Munition mehr. Woher hast du Munition, ey? Hör auf, hier rumzuschießen. Ja, wir gehen erst zur Wäscherei, okay. Gut zu wissen. Laundry. So, noch nicht mal ganz so viel Munition. Aber noch läuft. Warum nicht lebt der Typ noch? Das sind sie. Scheiße, sie eingesperrt. Bleib mir vom Leib. Ich kann dich auch töten, wenn ich nicht bewaffnet bin. Holst du uns jetzt hier raus oder nicht? An die Wand mit euch, ihr Penner. Pfeffer, dafür haben wir jetzt keine Zeit. Du musst mir helfen. Ich soll dir helfen? Ihr Schweine habt mein Leben zerstört. Ich gehöre nicht mehr zu The Seven. Komm mit und nimm das. Wieso geben wir ihm die Sniper? Die hätte ich gern selber behalten. Wenn ich ehrlich bin. Ich find's auch gut, dass wir Leute befreien, die uns hassen. Und ihnen allen das Waffen Schwein geben. Hat mich erwischt. Immer eine gute Idee, Leute zu bewaffnen, die einen töten wollen. Cool, wir dürfen natürlich auch hier... Ach doch, jetzt dürfen wir den Sniper nehmen. Alter, geil. Ich hoffe, die schießt genau. Jetzt bin ich angepisst. Der einäugige Wichser ist gefeuert worden. Ist das nicht... Nein, was habe ich getan? Junge, hat mich gerade Kane erschossen? Kane ist doch der Einzige mit der Shotgun, oder? Oh mein Gott. Ah ne, er hat auch eine Shotgun. Kane oder er haben mich erschossen. GG. Junge, kann diese Waffe ja mal ein bisschen genauer sein? Das ist ein scheiß Sniper. Ja, das ist eigentlich nur ein Repetiergewehr. Es geht los. Vor allem, ich habe ja auch im Stillstand geschossen. Es wurde nicht genauer. Okay, das scheinen Bandenleute zu sein. Oh, Turm. Habe ich nicht gesehen. Ich bin's bisschen blind, Entschuldigung. Überdosis, Rap. Alter, kann ich den noch treffen? Junge! Ich hab extra die genaue Knarre mitgenommen und treffe den nicht. Jetzt dürfte ich aber überleben, weil ich ja gerade die erste Überdosis krieg quasi. Ich hätte wissen müssen, dass du es warst. Adrenalin bringt dich um. Meine Fresse, ey. Müssen wir hier nicht rein? Oder müssen wir hier hoch? Müssen wir hier scheinbar hoch? Müssen wir nicht, okay. Müssen wir hier hoch? Wir müssen hier hoch. Ken rennt gleich durch, so wie es sich anhört. Ich höre schon mal einen Helikopter, den habe ich jetzt. Also. Die wollen uns hier grillen. Wir müssen Shelly finden. Aua. Fuck. Ich habe vergessen, dass er meinem Fall noch Schaden kriegt. Eieieiei. Ich glaube, hier holt uns keiner mehr. Ich würde sagen. Wie wir hier weiter. Oh, nee, wir werden sogar noch geholt, Alter. Was? Dass ich das überhaupt nochmal nehmen konnte, ist ein Wunder. Gut, dann würde ich sagen,
wie es hier weitergeht. Sehen wir beim nächsten Part. Bis dahin, haut rein und tschüss.